Leben. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Herr Jesus, wir sehen, wie zwei Hände mit Gewalt die Kleider von deinem Leib herunterreißen. Du schaust nach oben. In dieser Situation, wo man versucht, dir deine Würde zu nehmen, bist du frei und bleibst du frei. Du strebst zum Vater hin. Es sieht fast so aus, als ob du aus dem Jordan emporsteigst nach deiner Taufe, als der Vater zu dir gesagt hat: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Herr Jesus, wenn wir schwach sind, wenn man uns versucht, unsere Würde zu nehmen, oder schlimmer noch, wenn wir uns selbst unserer Würde berauben, dann bitten wir dich, bedecke du uns mit deinen Kleidern, die wir seit unserer Taufe bekommen haben. In der Taufe haben wir dich gleichsam einem Kleid angelegt. Wir haben deine Natur bekommen. Wir bitten dich, durch diese Verachtung, mit der man dich behandelt hat, die Kleider vom Leib gerissen hat, schenke uns unsere Würde wieder. Und lass uns erkennen, wer wir in Wirklichkeit sind, wer wir in den Augen des Vaters sind, dass wir bedeckt mit deinen Kleidern Kinder Gottes sind, dass der Vater in uns auch dich sehen kann. Jesus, deine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Hilf uns, deinen Willen für unser Leben zu erkennen und auch zu tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes. Heilige Maria, Mutter Jesu. Heilige Maria, du Schmerzensmutter. Heilige Maria, du Trösterin der Betrübten. Heilige Maria, du Mutter aller Völker. Heilige Maria, du Mutter der schönen Liebe.